Hi, liebe Biker-Freunde und Freundinnen. Ich möchte heute über das schwarze Gold beim Mountainbiken mit euch sprechen. Für mich ist fast keine Komponente oder Anbauteil am Radl so wichtig wie der Reifen. Man kann Füll und Performance, den passenden Reifen für jemanden vorausgesetzt, herausholen. Heute rede ich über den Continental Cryptotal in zwei Mischungen, einmal in den Enduro Soft und einmal in den Trail Endurance. So, ich stehe da jetzt aktuell vor meinem momentanen Testbike. Das ist ein Advanced Pro Race Limited. Wird auch so verwendet in der UCI vom Advanced Team und so gefahren im World Cup. Aufgezogen ist ab Werk bei dem Radl vorne der Continental Cryptotal. Ja, der Name finde ich ist schon einmal richtig geil. In Enduro Soft und hinten ist er aufgezogen, der Cryptotal in Trail Endurance. Gehen wir mal zum Vorderreifen. Ich würde das ein bisschen differenzial oder ein bisschen unabhängig voneinander betrachten. Reden wir mal über den Enduro S. Der Enduro S, so wie ich ihn kennengelernt habe, aber vorweg einmal das Allerwichtigste. Kein Enduro-Reifen in letzter Zeit, wo ich mich aufgesetzt habe bei einem Radl, ist dermaßen schnell wie diese Kombi da jetzt, die da vor. Kann mich kaum zurückerinnern, dass ich jemals was im XC-Bereich noch oder im All-Mountain-Bereich, wie schnell der Reifen eigentlich ist. Und speziell jetzt der Enduro, der Soft, der vorne aufgezogen ist. Das Ganze ist ja 29 bei mir da in 2,4. Das gibt es nur 2,4 und 2,6. Ist vom Gummi her so, dass man wirklich spürt, wie er sich einfrisst, die Dämmung wirklich, man merkt, der dämmt auch noch in dem Ausmaß, wie ich das eigentlich gewohnt bin, hat wirklich guten Grip und ist wirklich schnell, hat gar kein kippendes Gefühl. Ich finde, man bringt ihn mal relativ schnell auf die Außenstoppel, die gar nicht so ausgeprägt sind wie bei meinem Lieblingsreifen, den Maxxis Assegai. Bin wahnsinnig positiv überrascht und beeindruckt von dem Reifen. Aber jetzt gehen wir dann einmal zum Pendant nach hinten, wo ja der Trail Endurance aufgezogen ist. Der Ganze ist natürlich jetzt ein bisschen härter von der Gummimischung, ist nur einlagig, 60 dpi, ist von der Dämpfung her, ich bin relativ ein schwerer Fahrer, hinten merkt man, den Luftdruck, den ich da fahren wollen würde, kann ich nicht fahren, das druckt man durch. Ich merke halt beim Bremsen, ganz ehrlich, ich muss da jetzt auch wieder ausholen, ich bin kein Freund von Mischbereifung. Ich habe am liebsten am Vorder- und am Hinterreifen die gleiche Performance und es ist echt, obwohl es ja im Grunde genommen der gleiche Reifen ist, es ist für mich erschreckend, wie groß da der Performance-Unterschied zwischen dem Enduro Soft und dem Endurance Trail da hinten ist. In dem Fall hinten noch den Enduro Soft einmal aufgezogen. Das wäre ja so machen, weil der Reifen wirklich schnell ist. Weiß nicht, wie viel langsamer das jetzt wird, wenn der härtere hinten der Trail Endurance wegkommt und auch der Enduro Soft draufkommt. Aber ich finde, das ist eine Kombi, die länger fahren sollte und länger berichten sollte. Ich bin wahnsinnig positiv überrascht von dem Enduro S. Ist ja ein Mischreifen, beziehungsweise so ein Reifen, der eigentlich für alle Verhältnisse gelten soll. Ja, wie gesagt, enttäuscht vom Hinterrand. Aber ich war, wie gesagt, nie ein Freund von Mischbereifung fahren. Ich habe gern vorne und hinten die gleiche Performance. Ich werde bei diesem Krypt total natürlich weiter berichten. Zeige euch das noch einmal ein bisschen ausführlich im Profil. Und man sieht da ja, der Cryptotal hat überall im Enduro Soft 2 Punkte. Es gibt dann ja noch einen schärferen, der dann eine Downhill-Karkassen hat. Aber ja, man sieht da ein bisschen die abgeschrägten Noppen nach vorne im Verhältnis noch zum Vorderreifen. Wie gesagt, schade, dass der hinten nicht mit der Performance vorne mithalten kann. Bin gleich mal beim ersten Uphill so richtig weggegangen. Schade. Wie gesagt, nächster Schritt, hinten auch den Enduro Soft auf. Und ich werde euch dann noch einen Langzeitbericht darüber machen.
Ja, es wird schwer. Maxxis Essegay in der leichten Ausführung ist im Moment mein Lieblingsreifen. Fahre jetzt seit 2 Jahren. Beim Slash fahre ich DHF vorne, hinten. Schauen wir mal. Probieren wir den ein bisschen länger. Ich halte euch am Laufenden. Euer Ingo. Ciao.